Heute steht der Bremsentest von den Iris-Roller an. Und zwar möchte ich ihn von der Bühne runternehmen und mal gucken, was die Bremsen sagen. Auf jeden Fall danach wird der Yamaha Neos reingenommen, weil da stimmt auch was nicht. Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr habt mitbekommen, was ich heute noch vorhabe. Ich würde sagen, wir nehmen das dann auch gleich in Angriff. Ich weiß gerade nicht, ich habe hier noch den Karton von Richard und Moni stehen. Ich habe noch was, was ich auch noch bekommen habe und auch noch bestellt habe. Das ist alles oder befindet sich alles hier drin. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wohin mit den ganzen Teilen. Jetzt, was ich hier in diesem Karton drin habe. Aber wir lassen uns mal überraschen. Irgendwo machen wir Platz und finden einen Platz dafür. Also, wir legen los. Ihr seht, der Roller ist wieder komplett zusammen. Das würde jetzt bedeuten, er stand 5, 6 Wochen auf jeden Fall und ist nicht gelaufen. Deshalb mal schauen nach so vielen Wochen, ob er denn freiwillig anspringt. Ich würde sagen, wir nehmen den Roller jetzt einfach erstmal runter, um dass wir ihn nach draußen schaffen. Das passt. Neuer Ständer muss auch unbedingt dran. Der Ständer, der ist total wackelig und hält diesen Roller kaum noch. Also, neuer Ständer muss her. Na, dann mal raus. Wollen wir doch mal schauen. Als erstes Schalter an. Gucken, ob Strom drauf ist. Passt. Das heißt, Zündung an und zählen. Noch will er nicht. Ich habe jetzt eben noch mal ein paar Mal getreten, aber jetzt kommt er langsam. Also, er braucht erstmal Sprit. Ich denke mal, der Vergaser war restlos leer. Ja. Jetzt lassen wir ihn erstmal laufen. Hat ja doch eine Weile gedauert. Ich bin der Meinung, die Startautomatik, also der E-Schok, spricht nicht an. Da will ich nochmal nachgucken, weil normal sollte er besser anspringen. Machen wir doch mal eine Probe. Thank you.
neuer Zylinder drauf. Das heißt, nicht zu doll beanspruchen, immer schön piano. Bremsen funktionieren vorne, die zieht richtig kräftig. Die hintere zieht auch, dürfte aber auch noch mal ein Tag bisschen nachentlüftet werden. Gut, das war es erstmal mit diesem Roller. Hat sich ja ein bisschen schwer getan, funktioniert aber. Runter und den Neos auf die Bühne. Der Neos ist drin und zwar geht es um die Vorderbremse. Wenn ich jetzt die Bremse ziehe, sollte sie ja ganz normal zurück zum Anschlag gehen. Aber hier ziehe ich die Bremse auf einmal, lasse mal los und ihr seht, ich drücke jetzt mal die Bremse wieder zurück. Die Bremse geht nicht zurück zum Anschlag. Also nochmal. Und da fehlt wieder der Weg. Das ist zwar nicht viel, aber für mich ist das etwas zu viel. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Liegt das, dass der Hebel vielleicht von lang stehen und ja, in Regen und ich musste die Roller immer hin und her schieben? Woran könnte das jetzt liegen? Das kann vorkommen. Und zwar, es sind alte Roller und die brauchen eben immer ein bisschen Zuwendung. Deshalb muss ich jetzt mal schauen, was ist da dran. Aber das machen wir gemeinsam. Ich versuche jetzt erstmal meine Bremsbeläge. Hier sieht man zum Beispiel den einen. Auf der anderen Seite, den kann man leider nicht sehen. Die werde ich jetzt erstmal versuchen, wieder auf Normalstellung, also zurückzusetzen, um zu sehen, wie ist das, wie viel Luft habe ich dazwischen, dass ich dann oben am Griff mal ziehen kann, und um zu merken, was passiert hier unten an den Sattel, ist hier alles gängig, ist alles in Ordnung. Also das heißt, hier werde ich jetzt mit einem größeren Schraubendreher dran gehen und die Beläge ein Stück weit zurückdrücken. Hier kann man sehen, hier habe ich den Bremsbelag schon recht weit, ohne zu beschädigen natürlich, zurückgedrückt, ganz vorsichtig. Das heißt, ich habe hier diesen dicken Schraubendreher genommen, ein bisschen gegen die Bremsscheibe gedrückt und hier vom Bremssattel aus, jetzt sieht man das glaube ich hier auch, mein Bremsbelag von der Bremsscheibe beidseitig zurückgedrückt. Sicher hätte ich jetzt auch oben den Hebel ziehen können, aber das möchte ich ja jetzt überprüfen, um zu sehen, liegt es an den Hebel oder liegt es unten dran. Wenn ich jetzt den Hebel betätige, dann wird sich zeigen, an was es denn liegt. Der eine oder andere hat jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, warum hast du das hier nicht einfach ein bisschen eingesprüht? Das kann man immer noch machen, weil ich möchte jetzt einfach erstmal nur sehen, funktioniert unten denn auch alles. Ich würde doch sagen, wir testen das Ganze mal. Ich ziehe mal langsam durch. Und also, und lass jetzt einfach los. Und man sieht, es ist immer noch, ich baue jetzt mal Druck auf, aber irgendwie läuft das sehr, sehr schwer hier gerade. Das hat aber, wie gesagt, jetzt erst angefangen. Mir kommt das Spiel auch sehr knapp vor. Wie gesagt, der Roller stand immer draußen, immer wenn ich ein Video für euch mache. Wir versuchen jetzt mal einzusprühen. Nehmt auf jeden Fall keinen Rostlöser oder sowas in der Art. Nehmt richtiges Öl oder ja, Silikonöl, je nachdem. Ich werde jetzt mal hier so einen kleinen Stoß drauf geben.
mal gucken, ob das jetzt was bringt. Wir fangen einfach mit dem Leichtesten immer an. Und das ist gerade das Leichteste, da ich ja auch den Griff neu gemacht hatte, neu lackiert und alles. Vielleicht liegt es ja da dran und wir schauen einfach mal. Das sollte reichen. Nochmal ein bisschen nachtupfen und den Griff einfach mal in sich erstmal bewegen, um zu sehen, zieht er sich denn wieder automatisch zurück. Ja, der ist sehr, sehr schwergängig. Das bedeutet wohl, ich muss das Ganze vielleicht doch nochmal auseinandernehmen. Ich fette jetzt nochmal nach und dann gucken wir gleich nochmal. Also nicht immer von den Schlimmsten ausgehen. Und zwar hat das Fetten jetzt geholfen. Ich ziehe mal den Hebel und lasse ihn mal los. Das kann, wie gesagt, sein, weil er ständig draußen steht und ja, dem Wetter ausgesetzt ist. Also ich kann jetzt hier meine Bremse wieder ganz normal ziehen. Wie gesagt, nutzt immer Öle, kein Rostlöser. Wie ihr seht, es können auch immer kleine Sachen sein, aber man muss nicht gleich alles zerlegen, um zu schauen. Manchmal hilft auch so ein klein bisschen Öl und schon läuft wieder alles. Was ich jetzt noch unbedingt brauche, ist doch vorne eine neue Front. Und zwar hier unten sind ja im Grunde zwei Haltepunkte, wo das Ganze eingerastet wird und dann oben verschraubt wird. Jetzt ist es aber so, das ganze Ding ist in Nu locker. Das bedeutet natürlich, da war wie gesagt schon ein Halter ab, der andere ist jetzt noch abgerissen, ist einfach zu alt. Möchte ich aber selbst nicht erneuern, also darf ich mich umschauen nach einer neuen Frontmaske. Gut, das noch nebenbei. Es kommt doch immer wieder was. Wie man immer so sagt, eins jagt das andere. Ja, es sind nun mal teilweise alte Roller. Und vorher wurde der Neos ja nun gar nicht gut behandelt. Von daher müssen wir mal schauen und sponsern ihn auf jeden Fall irgendwie eine neue Maske. Eine, die auch heile ist. An Lack soll es nicht liegen, auch wenn sie von der Farbe ganz anders ist. Ist kein Problem, das wird lackiert und fertig. Weil der Roller soll sowieso irgendwann noch lackiert werden. Kommen wir einfach zu den Teilen, die ich noch bestellt habe. Oben in eine Ecke wandert natürlich Werbung rein, dass wir auf der sicheren Seite sind. Das Teil hier zum Beispiel habe ich von Iris bekommen. Von Iris bekommen für das E-Bike, für das Zünder City Bike. Das ist, wo man ein Handy reintun kann und ja, navigieren kann damit. Auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist eine feine Sache von Iris bekommen. Dann habe ich, muss hier mal ein bisschen rumkramen, dann habe ich natürlich noch was von Iris bekommen. Und zwar hat Iris einfach mal so nebenbei Kunststoffhalter besorgt, würde ich mal sagen. Und zwar die kann man einsetzen und mit einer Schraube hinten versehen und ja, das hält dann das Kunststoff zusammen. Gut für den Peugeot Elisio zum Beispiel, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Roller. Dann zum Ziehen für das Ganze hat sie mir sogar noch den Abzieher dafür, also dass man hinter diese Klemme kommt und sie rausziehen kann. Alles Iris gemacht, nicht ich. Dann habe ich mir nochmal Nachschub bestellt, das zeige ich hier ein bisschen auch gleich nochmal so. Nochmal Nachschub bestellt und zwar, kennt ihr noch
diese Stecker, mit denen arbeite ich ja auch. Das sind diese Stecker. Mal gucken, ob ich das Gegenpart finde. Ja, die so ineinander kommen dann. Zack und zusammen. Die habe ich mir jetzt nochmal geholt. Und hier ist nochmal die andere Form davon mit dem Gegenstück dafür. Also, das sollte erstmal, wieder reichen. Ich lege das erstmal weg. Dann, was habe ich noch bestellt? Ein Ventil, falls doch mal ein Reifen platt ist oder ein Ventil defekt ist oder ein neuer Reifen drauf kommt, habe ich hier nochmal ein Ersatzventil, ein gebogenes. Das hier kommt auch noch an ihren Roller dran. Das ist der Stutzen, was an Ansaugstutzen für den Vergaser kommt. Dieses Teil kommt zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Haben wir. Dann habe ich nochmal, das habe ich bestellt, und zwar ist das normalerweise fürs Handy mit Ladekabel. Und zwar, das ist so ein Ring, den man normalerweise ans Handy klemmen kann, aber ich nutze ihn für hier drinnen. Das heißt, hier ist das Ladekabel. Ich kann das über ganz normal USB laden. Und wenn ich das Ding jetzt mal einschalte, hat das schon eine gute Helligkeit. Man kann auch einen warmen Ton machen und aus. Nochmal dasselbe. Hell, ein bisschen bläulich und einen warmen Ton. Das wird hier für die Garage dann genutzt. Wofür, werdet ihr noch sehen. Legt erstmal zur Seite. Ah, dann hat Iris mir nochmal was für den Dremel geholt. Und zwar Diamantscheiben. So eine Frau habe ich an meiner Seite. Wer kann sowas schon sagen, dass die Frau einen sogar unterstützt? Und wenn die Tüte nicht abstürzt, habe ich hier nochmal Kabelverbinder. Das heißt, nochmal mit einem schönen wasserfesten Stecker. Das braucht man alles so nebenbei, wenn man hier rumwerkelt. Dann habe ich noch zweimal sozusagen Katzenaugen. So nenne ich es auf jeden Fall. Das sind, und zwar, ich mache das hier jetzt mal auf. Das sind Katzenaugen für den Peugeot Elysio. Und zwar werden die einmalig, hopsa, hinten verschraubt. Hier ist eine 6 mm Schraube mit eingelassen. Und das sollen die Katzenaugen werden für den Peugeot oder vielleicht für auch den einen oder anderen Roller. Mal gucken. Auf jeden Fall das Ganze viermal. Was ich allerdings gemacht habe, ich habe nochmal leicht ovale nachbestellt, weil das wirkt an den Elysio eigentlich noch schöner. Die habe ich aber erst zu spät gesehen. Das war doch fast wie Weihnachten, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, bleibt gesund und haltet euch bitte an die Maskenpflicht, weil ihr schützt andere und andere schützen euch dadurch. Lehnt sowas nach Möglichkeit nicht ab und es sind doch im Grunde immer nur ein paar Minuten, wo man sowas aufsetzen muss, gerade wenn man ins Kaufhaus reingeht. Der Lockdown 3 läuft, das heißt jetzt wirklich nur noch Geschäfte mit Lebensmitteln haben offen und da sollte es kein weh tun, einfach mal eine Maske aufzusetzen und ohne rumzunörgeln einkaufen zu gehen und danach wieder befreit zu sein davon. Auf jeden Fall viel, viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, das eine oder andere ist für euch dabei. Macht's gut, euer